Weiter geht's mit Ghost Recon Wildlands. Ne, Breakpoint. Ich komme immer drauf. Es wird oft das passieren. Breakpoint ist es. Wir sind noch voll in der ersten Mission. Wir sollen. Na, wir sind jetzt auf dem Weg zu denen, mit denen wir gerade gefunkt haben. Ja, genau. Wir sollen die anderen überlebenden Ghosts erreichen. Genau, mit denen wir eben gerade gesprochen haben. Der Pfad, der zu den Twin Falls Mountain führt, beginnt hinter den antiken Ruinen, da wo wir gerade durch sind, wo die zwei Typen da gerade weggeholt haben. Sind noch 1,5 Kilometer. Aber wir wissen, wir hatten noch gesagt, ja, wir nehmen ein Auto, aber er weiß ja nicht, was da so alles erwartet. Deswegen, das sieht so komisch aus, wie wir gehen. Das sieht so aus, als hätten wir irgendwo was in der Hose. Da ist noch ein Stück vor uns, aber. Ja, klar, natürlich. Aber du weißt ja nicht, ob da jetzt immer noch da ein feindlicher Trupp irgendwo rumläuft. Wir haben es ja schon gesehen, dass da ganz, ganz viel rumläuft. Wir sind bis jetzt nämlich so schön ohne Alarm durchgekommen, das will ich mir jetzt nicht mit so einem Auto versauen. Ja, das ist es halt. Und je nachdem, wenn die jetzt sagen, natürlich auch, die holen noch Verstärkung oder so. Aber hier richtig Kacke am Dampf. Mit 4 Leuten ist es vielleicht ein bisschen einfacher, als wie gesagt, nur wir 2. Ernsthaft? Es war auf jeden Fall viel schicker als Wildlands, muss ich mal sagen. Ja. Aber Wildlands nicht so grün. Ja, das ist leider, das ist wahr, ja. Da bin ich aber noch nicht so. Gut, da war viel mehr Berge, ja. Ja, aber da war alles kahl. So, da hattest du nicht so viel Grünzeug wie hier. War zwar ein Dschungel und da stand hier und da mal ein Baum, aber halt nichts dazwischen so. Ich bin mal gespannt, ob sie hier auch Events zwischendurch mal bringen. Also, ich weiß nicht, ob das Spiel ist von 2019, ob da jetzt auch groß was ist. Aber bei. Wildlands haben sie ja zwischendurch mal Events reingehauen, wie das mit dem Alien oder mit dem Dino da. Wo wir ja ewig reingesessen haben. Du meinst Predator. Ja, oder Predator, ja. Und die Mission mit Sam Fisher von Splinter Cell. Ja. Ja. Dann kommen wir hier lang. Ich höre schon wieder Stimmen. Erstmal einen Weg finden hier dran vorbei. Riesiger Fels vor uns hier. Ja, da ist auch links ein roter Fleck auf der Karte, wenn du es siehst. Naja, an dem Auto, ne? Das ist, ne, über uns auf der Brücke. Ja, da stehen wieder bestimmt ein paar Feinde, ja, die wir noch nicht markiert haben, ne? Aber da sieht man mal, dass es besser ist, dass wir so gegangen sind, nicht mit dem Auto. Mit dem Auto wären wir jetzt da genau durchgefahren. Na, heute entdeckt Lake Mary. So, hier müssten wir jetzt mal gucken. Genau, hier kommen wir hoch. Dann sind wir wieder auf dem Weg. Sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg hier hoch. Den Weg hier nehmen, den rechten. Ja. Ich folge einfach mal ein bisschen auffällig.
Ja, freut euch vor allem schon mal in Zukunft auf die Mission, wo es wieder heißt, bitte unentdeckt bleiben. Da wisst ihr, da braucht man das mehr. Das ist mein Perfekt, das ist mein Job. Okay, kommen wir jetzt hier weiter hoch. Ja, wir hier geht's hoch. Versuchen so weit wie möglich immer ein bisschen koordiniert anzugehen, das ganze Ding hier. Ein bisschen mehr mit Absprache und statt immer nur dieses Reingerinne. Das muss vor allen Dingen auch ich lernen. Also ich muss schon wirklich sagen, dafür, dass das noch kein PS5-Spiel ist, sieht das echt schick aus. Ja, also wie gesagt, Marke spielt ja auf der PS5, ich spiele es auf der PS4. Das noch kurz dazu. Warum ist hier denn die Kiste? Komm ich hier irgendwie hoch? Ja, hier hinten, ne? Würde ich sagen. Ja, hier. Die ist hier drin. Hier. Ist sie da drin? Hier ist die Kiste. Ja, hier drin. Hier ist eine kleine Höhle. Ach, hier. Maschinengewehr, okay. So. So, warte mal. Kommen wir jetzt da drüben irgendwo hoch? Oder hier irgendwie? Hier irgendwie mit. Inventar, genau. Sind wir jetzt gerade den Pfad hier gekommen? Nee, ne? Wir sind von unten gekommen. Also da rechts hoch wollte ich gerade eben. Oh, MG auf jeden Fall. Hier. Ja, hier ist richtig. Ach, du bist noch unten, okay. Ich bin noch in der Kiste. So, ich habe jetzt. Das glaube ich dir, dass du noch in der Kiste bist. An der Kiste, Entschuldigung. Wo bist du lang jetzt? Ich bin den Pfad links hoch und dann nochmal links. Genau. Ich komme mal mit hoch. Jetzt mal hier oben auf der Straße, jetzt kann man hier weitergehen. Ich habe jetzt ein LMG, das nutze ich halt gerne. Habe ich auch ein Rainbow, nutze ich den Rainbow immer so gerne. Ja, nur denk dran, dass da bestimmt kein Schalldämpfer drauf ist, ne? Doch. Ist einer drauf. Okay. Das ist ein Scharfschützgewehr, ne? Schon ein sehr schicker Ausblick hier, muss ich mal sagen. MG. Ja, das ist ein Scharfschützgewehr hier. Okay, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Alter. Hast du mal auf die Karte gegangen und hast mal rausgezoomt, was da noch alles auf uns zukommt an Strecke? Also jetzt nicht für die Mission, sondern allgemein, was wir da noch alles vor uns haben. Ja. Das wirst du auch nicht in nur ein paar Minuten durch, in ein paar Stunden durchspielen. Da wirst du einiges an Folgen dran sitzen. Aber ist egal. Alles ist gut. Wir machen es, wie es klappt. Du wolltest ja ein langfristiges Koop-Projekt haben. Ja, ist ja vollkommen okay. Wie gesagt, kein Problem. Ich freue mich ja darauf gefreut sogar. Und so wie ich das schon mal angesprochen habe, vor so viel Schwein, dass wir das versuchen zwar alltäglich zu bringen, aber es nicht versprechen können. Wir müssten jetzt irgendwie noch mal nach oben kommen. Die Folgen sollten eigentlich immer gegen 20 Uhr kommen. Das Tier hat aber anscheinend mehr Angst vor uns als andersrum. Ich habe einen Schalter mal drauf. Nee, jetzt kann ich ihn runternehmen und mit Steuerkreuz links kannst du es wieder drauf tun. Also gut. Das ist ein Scharfschützgewehr tatsächlich hier, was ich habe. Ich nehme das MG da. Ist mir lieber. Das hat keinen. Okay. Dann. Siehst du? Nee, das Scharfschützgewehr. Das Scharfschützgewehr hat einen. Ja, aber das LMG solltest du nur nehmen, wenn wir jetzt irgendwo richtig Rabatz machen wollen. Ja, ich bleib dabei, dass ich. So, also Ziel abgeschlossen. So. Betreten Sie die Höhle. Okay. Das sieht irgendwie nach einem Stützpunkt für, na wie sagt man, so Militia, so für, na, weißt du, was ich meine? So Militärstützpunkt. Ja, nicht Militär, sondern eher so Söldner, das war. Wie Bürgerkriegs-Dings-Einheiten, so, weißt du, was ich meine? Dann passieren wir das mal. Ich glaube, jetzt kommt ein Clip.
Wir können nicht mal gleichzeitig durchgehen. Stehen bleiben! Wer sind Sie? Ich wurde eingeladen. Wer sind Sie? Es werden immer mehr. Sie können gerne umdrehen und den Berg wieder runter. Die Lage ist angespannt. Wissen Sie? Seien Sie vorsichtig mit der Waffe. Wir dürfen keine Schießereien in Erewhon. Was ist Erewhon? Die Höhle. So nennen wir sie. Kommen Sie. Noch da? Ja, ich habe nur kurz das Video gehabt, deswegen habe ich ganz nichts gesagt. Ach so, du hast noch ein bisschen eine Minute länger gehabt mit dem Video. Ja. Also wenn ich mal nicht quatsche, entweder ist die Gegend beeindruckend oder ich habe einen kurzen Videoclip. Mhm. Ach, wir haben ein neues Spiel. Oh, cool. Da war ein anderer Spieler. Ja. Siehst du, das ist nämlich hier sozusagen jetzt wie die Hauptbasis. Hier kannst du Koop aktivieren direkt. Und ja. Ja, siehst du das? Ah, deswegen kannst du auch keine Waffen auswählen. Das ist sozusagen das Hauptmenü, könnte man mal so sagen. Ja. Ja, dann gucken wir uns das mal ein bisschen an. Genau. Na gut, deswegen, ich glaube, dass auch nur Spieler hier aufeinander treffen können, wie zum Beispiel auch in Destiny und nicht in der freien Spielwelt. Guck mal, hier gibt es aber Raids in dem Spiel. Okay, ja, sehr gut. Da drüben. So, finden Sie Überlebenden in Erewhon? Das. Ach nein. Guck mal, wer da hinten steht. Ich weiß, wer da vor mir steht. Ich kenne das. Ich kenne den. Hier der Kollege hier vorne, das ist einer, mit dem ich in DayZ zusammen unterwegs war. Der Darkwild Wolf. Hier Benjadi, Goldstein, Rosi, Ghost King. Also das ist Brandel. Alles. Ja, okay, guck mal, aber offline, ne? Aber das sind, glaube ich, irgendwelche Leute, die das vielleicht mal gespielt haben und immer gerade nicht spielen. Ja, gut, das sind ein paar bekannte Leute von uns. Die gerade, glaube ich, irgendwie. Das sind wahrscheinlich Leute, die gerade online sind. Die sehe ich, so ein Brandel, so sehe ich ja nicht. Das sind einfach Figuren, die du mal siehst, dass du siehst, wer das alles spielt, damit du die dann. Nee, das sind vielleicht Leute, die gerade online sind oder so, dass die. Dass du die einladen könntest zu dem Spiel. Das meinte ich ja gerade. Hm. Ja, wir werden zu zweit spielen. Ist bei euch alles okay? Nur wir zwei sind vom Trupp übrig. Kein Funk, keine Drohnen. Und wir haben genau 2 Gewehre und 8 Magazine. Einheimischen haben Wasser. Ein paar Vorräte. Die Höhle ist echt unglaublich. Wahnsinn. Atemberaubend. Sie sind alle relativ freundlich, aber sie halten uns an der kurzen Leine. Was hat unsere Vögel abgeschossen? Keine Ahnung. Aber da draußen gibt es auf jeden Fall Feinde. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Soldaten, die sich Wolves nennen. Mit wem haben wir es da zu tun? Erstmal habt ihr es mit mir zu tun. Haben Sie hier das Sagen? Wer will das wissen? Mein Rufzeichen ist Nomad. Ich bin verantwortlich für die Operation. Mit Operation meinen Sie wohl das riesengroße Desaster hier? Hey, alter Mann. Immer schön freundlich. Ich will nur rausfinden, warum uns ein Haufen Infanteristen in den Schoß gefallen ist. Jemand hat vor der Küste ein Frachtschiff der Marine versenkt. Danach ging der ganze Aurora-Archipel vom Netz. Wir wurden geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ehe wir uns versahen, schoss irgendwas unsere Helis ab. Fast die Hälfte meiner Soldaten ist tot. Wir nehmen an, dass es eine Art Militärputsch gab. Sentinel, diese Militärfirma, hat den Ausnahmezustand verhängt und setzt ihn mit der alten Stiefel-im-Nacken-Technik durch.
Skelltech stellt noch denselben Hightech-Kram her wie immer. Nur sind es jetzt vielleicht mehr Waffen. Nicht gerade das liberale Utopia, das J-Skell verspricht. Wo finde ich J-Skell? Ah, den Kopf von Skelltech persönlich. Hm? Wir haben ihn nicht gesehen. Aber seine Drohnen behalten die Inseln im Auge. Sie denken, dass er damit zu tun hat? Wir wissen nur nicht, wieso. Okay. Das herauszufinden kommt auf meine To-Do-Liste. Kann ich zu den Verwundeten? Ja. Einer ihrer Leute braucht Ruhe, aber kann den Mund nicht halten. Beruhigen Sie ihn, ja? Kommen Sie danach zu mir. Ich werde Sie rumführen. Hm. Ach, da unten, okay. Hättest du gedacht, dass es mal so ist? So, jetzt sollen wir mit dem verletzten Überlebenden sprechen, der ist in der Krankenstation. Ein guter Tag zum Fischen. So, wir müssen da hoch irgendwie. Wo hast du? Ah ne, hier. Hallo. Ich weiß nicht, wie man das annimmt. Sorry, dass ich mich einmische. Gibt's ein Problem? Vielleicht. Unser Freund Samuel ist verschwunden. Ein Selbstversorger? Ja. Nur, dass er beschlossen hat, lieber allein zu leben. Kein großer Verlust, wenn Sie. Er fängt gern sein eigenes Essen. Bringt ihn näher zur Natur oder so. Was er übrig bleibt, gibt er dem Camp. Er will nie was dafür. Verstehe ich nicht. Klingt doch so, als käme er ganz gut allein klar. Letzte Woche war er hier und schrie irgendwas von wegen Sentinel-Leuten auf seinem Land. Wir haben wohl ein paar Rehe, die er erlegt hat, mitgenommen. Seine Fallen zerstört. Und jetzt, diese Woche, nichts. Samuel war schon immer cholerisch, aber im Moment ein falsches Wort zur falschen Person. Ah ja. Ich verstehe. Wo treibt er sich denn normalerweise rum? In der Gegend südöstlich von Garden Mangrove. Im nordöstlichen Teil von Gaia Arm. Alles klar. Ich sehe mal, ob ich ihn finde. Tausend Dank. So. Heft mal das ganze Ding mal mit an. Aber wir werden weiterhin die Mission. Ach, das ist eine Hölle. Warte mal, ich will eigentlich die Nadel am Boden weiterspielen. Das ist mehr oder weniger gerade der sinnvollste Weg, weil. Warte mal. Dann gehe ich mal in die andere Richtung. Hier ist nämlich auch irgendwo noch das. Genau. Wir können zwar ohne nämlich Mission holen, aber ich will halt gerne die eine Mission zu Ende spielen. Naja, Adler am Boden, der ist hier drüben. Wo Absent steht. Episode 3. Finde ich lustig, dass hier einfach so andere Spieler sind. Ja. Genau. Das ist der Überlebende.
billiges Spielzeug. Ich finde Midas nicht. Aber Weaver ist. Ruh dich nur aus. Wir kümmern uns drum. So, damit wäre die Mission schon mal erledigt. Naja, der Funk ist ausgefallen. Ich erreiche das Schiff nicht. Ich rede mit Matt Schulz, dem Chef hier. Vielleicht hat er ein Boot für mich. Keine Sorge, ich komme mit Hilfe zurück. Geh. Gut, okay. Ich habe noch das Video. So. So, Adler Boden Einsatz abgeschlossen. Und die nächste Mission starten wir dann in der nächsten Folge. Die heißt dann Sinking Country. Oder welche wollen wir machen? Oder wollen wir das eine? Also jetzt eine Hölle 6,3 Kilometer. Dann nehmen wir die mit rein. Hier Fertigkeitspunkte. Warte mal kurz, die fährt. Hier ist nämlich noch wieder. Ich krieg voll die Einsätze. Nächster Einsatz. Hier hängen sie gerade mal nur einfach mit dran. So. Gut. Fertigkeitspunkte verteilen noch schnell. Was wollen wir denn überhaupt für eine Fertigkeit erwerben? Was will jeder von der Klasse nehmen? Ich gucke gerade erstmal. Mhm. Aber ich denke mal, ich werde Ingenieur machen. Du wirst Ingenieur machen? Mhm. Okay. Dann. Ich gucke gerade was durch. Warte mal. Warte mal, Scharfschütze. Ich bin überlegen zwischen dem Echolot und dem Sturmsoldaten. Ich habe den Echolot. Ich kann Gegner hinter Waffen, Wänden markieren und schocken. So, ich habe noch zwei. Waffen. Ah, ich habe keine mehr. Okay. Gut. Das ist die Mission vermisst. Welche wollen wir machen? Als erstes. Dann. Nee, egal. So. Also ist ja egal, letztendlich ist es ja, also sie haben ja mehrere jetzt Auswahl. Die nächste wäre hier mit dem Quatschen, wäre hier oben die Mission vermisst. Machen wir die, komm. Machen wir dann erst erstmal da oben vermisst. Aber das machen wir in der nächsten Folge.